Film mal her. Geh einfach weiter. Ja, aber wo kommst du denn jetzt her? Stell, du bist abgehauen, hast doch Schiss gehabt. Scheiße. Ist das ein neuer Überleb? Hä? Okay, das sieht frisch aus. Wieso sieht das frisch aus? Das kann doch gar nicht so frisch aussehen. Alex. Alter, das macht ja ein Creepy. Oh, ich dachte wirklich, wir sind jetzt tot, weil ich wieder vergessen habe zu drücken, ey. Oh, scheiße, Junge. Okay, mehr gibt es hier nicht. Ich muss das wirklich mit dem rechtzeitig drücken noch richtig hinbekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber kann das sein, dass das schneller geworden ist als damals bei Until Dawn? Wer ist das? Verschwinde! Ich glaube spätestens jetzt. Skelette. Skelette. Skelette? Ja, Skelette. Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Weißt du nicht, wie alt die sind? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Okay, heißt das jetzt, ich soll nicht dazu hingucken? Oder eher so wie, ja, guck ruhig. Ah! Okay, Kurs aktualisiert. Das könnte natürlich jetzt ein gutes Zeichen sein, dass ich dieses Teil gefunden habe. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. Was? Meinungsverschiedenheit?
internes Memo an ersten Offizier Fischer. Sir, wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Ruf abzusetzen, ohne Erfolg. 0 Uhr. Bis um konnten wir direkten Funkverkehr empfangen. Seither herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis wieder melden. PVT Chopper. Oder Copper? Copper Chopper? Okay. Hinunterlassen. Ja, klar. Mich du erst? Nein. Nein, ich höre das nicht. Ich muss doch erst mal gucken. Okay, hier waren wir, also können wir jetzt wieder. Wird er schneller? Ja, ich glaube, ein wenig schneller wird er, aber jetzt nicht wirklich schnell. Alex? Julia? Nee. Oh, Scheiße! Ist er wirklich jetzt so blöd gewesen, springt, verliert sein Schraubending und... Okay, Fliss, was los? Okay, jetzt spielen wir Fliss, die quasi nach der Aktion, wo die Tür zuging. Wir sehen quasi unseren Weg. Aber was ist da? Eine andere Kugel. Es tut mir leid, du bist nicht bereit, nein. Nein. Was in Gottes Namen ist das?
Okay. Oh, scheiße, Mann. Schweißausbruch. Oh, fuck. Ich glaube nicht, dass es Brett gewesen ist. Das war auf jeden Fall, also... Mittlerweile muss man sowas kennen. Dass man auf solche Tricks sehr gut reinfällt und dann selber dabei drauf geht. Wenn Brett wirklich tot ist... Weil, wie hätte sie ihn denn bitte schön retten können? Und Brett? Und Brett war ja woanders gewesen, also hätte man ihn gar nicht. Okay, passiert nichts mehr, alles gut. Alles gut. Wir haben zwei Sachen zum Untersuchen. Hier gibt es nichts. Da hinten ist irgendwas zum Untersuchen. Dieser Ort ist seltsam. Was geht hier vor sich? Ja, ja. Das sieht aus wie sehr viel Blut. Oder Rotwein oder was auch. Das sieht nicht gesund aus. Nein, nein. Ein Ritual? Ein Hexenzirkelzeichen? Und ein weiteres Buch. Aha, dachte ich mir doch. Schweigend möge die Kapale sich versammeln. Aus 5 soll sie bestehen, 5 von einem Geist und Körper, 3 weiblich und 2 männlich. Aber alle von erster Geburt gehüllt in Kapuzen, Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen Jünger, das vor dem Fest von Akramahamari Ritual von Treskaya abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kapalle die Dämonen des Pentagramm. Nun zeichnen und an jedem der 5 Primärpunkte stehen eine Jungfer der See, ihre Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll Inbrunst ihre Stimme zu der Anrufung des Soras. Wie sie stets geschrieben, wir 5 an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm, auf ewig die 5 Spitzenmacht erfüllt, wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet das Unicursus rufet an 5 Spitzen, wir glauben das Schwert voran und proklamiert mit Fest, da wir dienen, wendet grad nach und zeichnet okovernale Sigile. Das heilige Symbol nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. Sklavenszeit, keine Ahnung. Rufet mit Überzeugung. Der Name des verehrten Abgeordneten. Ah, ein Schrank. Ein Schrank? Okay, ein... Was ist... Was ist das? Ich dachte, ich habe irgendwie am Computer einen Grafikfehler, aber nein, habe ich nicht. Ich
weiß nicht. Es wird mal länger, mal kurz. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Da kommt bestimmt noch mal ein Update raus, wenn es damit zu tun hat. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber gut, wenn sie jetzt Brad wirklich eiskalt getötet... Nee, ich glaube einfach nicht dran, dass er jetzt schon tot ist. Wir haben etwas gesehen. Und das, was wir gesehen haben, hat nichts mit diesen... Komm schon, Fliss, nicht den Kopf verlieren. Genau, nicht den Kopf verlieren. Nee, das, was wir gesehen haben, hat nichts mit dem zu tun, was Fliss gesehen hat. Also müsste alles noch offen sein. Nein. Erst guck mal Foto. Okay, jemand ertrinkt. Und die sind im Wasser. Okay, wir haben es gesehen, dass der Typ mit seinem Stock da rumtanzt. Oh, wir haben uns gut geschlagen. Julia, Frachtraum 1, 2:52 Uhr, 21. Juni. Ah, shit. Was?
Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch dort, dieser Typ. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piraten-Abenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das. Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Okay. Ja, was ist hier alles jetzt gerade passiert? Wir haben Brad gesehen. Brad kann, wie gesagt, nicht tot sein. Er ist gesprungen. Er hat sich an dem Ding festgehalten, ist runtergefallen anscheinend, hat eine leichte Kopfverletzung. Alex gab es doppelt. Er hat versucht, sich zu ertränken. Und wir sind anscheinend entkommen. Hätten wir ihn jetzt allerdings, hätten wir jetzt gesagt, mach weiter, hieß es. Ja gut, entweder er wäre dabei gestorben, also Alex wäre tot. Wenn er es nicht gewesen wäre, würde es dann heißen, wir wünschten, er wäre tot. Also irgend sowas würde ich jetzt verstehen. Drunter. Ich muss die anderen finden. Irgendwas. Ja, und Konrad wird langsam verrückt. Spielchen mit mir. Kann ich da rein? Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotizen vom Warrant Officer Knight. Okay. Aber warum sehen wir diese Frau? Und was wird als nächstes geschehen? Okay, das Ding wird zerstört. Wird? Es könnte zerstört werden. Noch ist ja alles noch nicht geschehen. Ist das unser Schiff? Die Duke? Ja. Niemals. Unmöglich, das kann nicht sein. Oh. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, eine weitere Information. Brad, Anweisung Blatt 1919 von Captain an Leitender. William P. Ford, Officer. Nur intern. Mission. Mann über Bord. Voller Stopp. Anker werfen. Erhielt sich die Nachricht. Mann über Bord. Informieren Sie alle Einheiten unter Ihrem Befehl und bereiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. William P. Ford. Kein Unfall. Ich habe ihn springen sehen. Oh Gott. Diese geheimen Notizen immer.
Okay, nächste Notiz ist mit Kaffee bekleckert. Oder was auch immer. Internes Memo 14, Armee-Division. Ein All-Officer, Captain Ford, hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jedem Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Euer Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. William P. Ford. Der Krieg ist vorbei. Das ist scheiße. Naja, eigentlich ist das gut. Aber... Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Hört er jetzt? Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Okay. Spielchen. Ist das der Verrückte, der jetzt so wie ein Antidon? Okay. Nicht mal warm. Das ist ja gut, die Kerze ist komplett erlischt. Warum auch, wie auch immer. Komplettes Hex. Ratten? Eine leere Flasche. Mit Lass Worten Taten folgen hat das wohl nicht so. War kein guter Alk. Oder er war schon leer, deswegen war es nicht gut. Wenn jemand wusste, was zum Teufel hier los war, dann war das wohl der Kerl. Na, ob der wüsste, was hier los ist? Ist doch alles intern geschehen. Der Spiegel ist verschwommen. Okay. Vor allem durch dieses kaputte Metall hier durchgucken. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Ach, shit. Oh, fuck. Okay, wir müssen gucken. Okay, go. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Kann man vielleicht? Ich brauche irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Ach so, kannst du nicht. Na gut, Körpergewicht wäre dann nicht so praktisch, wenn er dagegen springt. Der Kerzenleuchter, Kerzenständer. Das wäre bestimmt praktisch zum Aufbrechen. Aber immerhin etwas gerichtet. Genug für die Tür. Ey, Quatsch. Come on.
Zu tun erschreckt. Komm schon, wir müssen weiter. Finden wir die anderen.